Mahlzeit, Freunde. Kurze Pause. Im Laufe der Zeit hat sich das hier ein ganzer Koffer nur zum Thema Feuer angesammelt. Aber da wollte ich ja gerade noch was ausprobieren. Maria hat einen schönen Zippo-Taschenwärmer bekommen. Gut, jetzt brauchen wir nicht mehr, jetzt ist es warm draußen, aber der nächste Herbst kommt bestimmt. Maria und Erik sind ja immer solche, die haben immer Eisflossen. Da werden wir dann mal schön den Taschenwärmer dem mitgeben. Aber ich will was ganz anderes ausprobieren. Ich habe nämlich hier, die mobile Mini-Küche. Schmeckt das Benzin? Ah, das brauchen wir. Feuerstein, Chartlos. Das habe ich bekommen. So, Thomas, super, danke nochmal. Muss ich jetzt mal ausprobieren. Alles professionelle oder. Was schmeckt das? Wenn man sie hochkant hinstellen wegen. Dann riecht das Feuerzeug Benzin. Oberhammer ist, das kennt ihr ja, das ist ja meine mobile Mini-Küche, aber der Hammer ist, da sind jetzt zwei Öfen drin. Ne? Die normale Bushbox passt ja prima in so ein Dings rein, ne? In so ein Micro-Pocket-Organizer, aber die neue absolut ultra Bushbox, da sind ja nur noch solche 0,3 mm Edelstahl Federbleche, ne? Das ist jetzt mal hier so ein Modell frisch aus der Maschine. Bei dem Set fehlt jetzt auch noch ein Bodenblech, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist hier nur mal zum Ausprobieren. Okay, so zusammenstecken erstmal die drei Teile. Ja, und dann packt man den Boden noch mit rein. Das ist ja ultra leicht. Ich werde es mal noch auf die Waage stellen. Das ist echt der Hammer. Oh, oh, geil. Ich mache hier gerade Origami. Rasteln mit hier, Billy. Wenn ich es richtig mache. Bin ich da heute ein bisschen zu blöde dazu. Dabei sind hier nur drei Teile. So, jetzt. So, und richtig halten tut es dann erst noch, wenn wir den Boden mal hier reinpacken. Dann brauchen wir es mal kurz zum Ausprobieren. Da muss man aufpassen, diese hauchdünnen Federstahlblättchen hier, die sind stellenweise, das ist fast wie bei Papier, da kann man sich dran schneiden, da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Und da hat man dann hier oben noch den so ein Topfeinsatzkreuz, ne? Das lasse ich jetzt auch mal kurz weg. Und der Hammer ist halt, wie man den, ne? Hauchdünn in so einem Täschchen hier drin. Super dünn, super leicht. Eine super mini mobile Buschbox. Gibt es natürlich auch bei der Buschkraft Essential. Ich werde mal den Link drunter hängen. Da seht ihr dann auch noch, wo ihr die bestellen könnt. Aber noch was ganz anderes ausprobieren. Ich habe nämlich hier ein bisschen Chartlos. Das sieht immer so leicht aus bei den Jungs in den Videos, ne? Wenn hier diese Survival-Profis da, hier Sepp und Helmut und der Reini und so, ne? Die Jungs, die klopfen einmal da dran, ne? Und da brennt das Zeug. So. Billy schafft mehr so mit Kanister Benzin und Zippo Feuerzeug, ne? Und hier habe ich noch Feuersteine, die gibt es ja bei uns ja nicht so gut wie nicht. Aber da hat mir mal der gute Olaf von der Nordsee einen ganzen Lebensvorrat an Feuersteinen geschickt, ne? Müssen wir mal hier testen, aber jetzt haben wir endlich das Schlagring hier, ne? Gucken, ob wir erstmal eine Kante finden. Erstmal ein paar Probeschläge machen. Okay, die ersten
Funken sprühen, hervorragende Feuersteinqualität. Dann jetzt probieren wir das mal so. Ah, warte, brauche ich hier noch ein bisschen Zunder. So, ich habe das irgendwo reingelegt bekommen. Wir wollen ja hier kein Feuer machen, sondern nur mal hier ein bisschen was entfachen, ob das funktioniert mit so einem Funken. Es ist jetzt einigermaßen windstill. Aber meistens ist es so, sobald ich nur mit einem Streichholz auf den Balkon gehe, fängt es an zu winken. So. Nest, unser Versuchsgrill hier. Und dann gucken wir mal, ne? So ein kleines Stückchen dieser Kohle. Ob das so einfach funktioniert, wie das immer bei den Profis aussieht. Ne? Sieht man das überhaupt? Na, besser, man sieht es nicht. Gell? Oben drauf halten und dann, ne, sollte man. Ich brauche eine schärfere Kante. Nee. Oh, hier ist eine scharfe Kante. Ja. Reicht das für Funken? Die Funken spritzen in alle Richtungen. Nur nicht Richtung Schadlos. Ne? Fast war er drauf. Ja, das ist schadlos, fliegt auseinander, verdammt. Die Ratte, sie raucht, sie will aber nicht brennen. Oh, viel Rauch um nichts. Ja? Aber ist gut, mit dem Ding kann man vorhin buschen. Das qualmt, das stinkt. Komm, nur eine Flamme. Dann wäre das Experiment geglückt. Muss sagen, so schadlos ist. Oh, heiß. Das brennt ziemlich lang vor sich hin, das ist nicht schlecht. Was will meine Watte nicht? Weil sie so schön aufgefädelt.
Aber gut, ist in der Buschbox jetzt ja auch genug Luft. Sonst brennt als Watte von einem Funke vom Feuerstahl. Und heute glimmt sie nur vor sich hin. Gut, mit noch anderem Zunder. Okay. Ja, für Funken hat es auf jeden Fall schon mal gereicht. Müssen wir gleich nochmal probieren. Das war cool. Das war cool. Oh, wo war die gute Stelle, wo es schön kantig war? Nächste Kante. Oh, hier ist gut. Es liegt echt an der Kante. Wie gut die Kanten sind. Ja, hier schlägt super. Dann fliegen die Funken auch schön in die Baumwolle. Ganz richtig in Funkensturm entfache. Wahnsinn. Das nur mit einem Stück Kohlestoff. Stahl und einem Feuerstein. Cool. Und klimmt richtig schön. Gut, für Feuer wäre jetzt vielleicht ein ordentlicher Zunder besser, ne? Wie meine feuerresistente Watte. Die Buschbox eignet sich ja gut fürs Feuer, nicht verbrennt man sich nur die Flosse, wenn es losgeht. Aber die Gefahr ist bei mir eher nicht gegeben, dass hier ein Feuer entsteht. Die kokelt halt nur vor sich hin. Ist die feucht oder was? Aber auf jeden Fall findest du schon mal schön mit dieser Charcloth und mit dem Schlageisen. Also die Baumwolle brennt runter, die Asbest-Wattepads brennen nicht. Egal, ich habe ja schon meinen Kaffee. Das müssen wir mal mit einem ordentlichen Zundernisch probieren. Ich bin ja total voller Ruß. Aber egal. Wir trinken jetzt erstmal schön unseren Kaffee. Oh, das funzt richtig geil. Wir haben die richtige Kante erwischt.
Ja, da springen sie die Funke. Geil. Ja, die Kante scheint gut zu sein. Jawohl, Feuereisen. So, Mittagspause vorbei. Geht wieder los. Naja, das restliche Chargloss, das palten wir uns mal auf. Wenn wir mal ein richtiges Feuerchen probieren wollen. Jetzt haben wir hier vor lauter Spielen alles weggekokelt. Hammer, ey. Mini super leichte Buschbox, ne? Wenn wir den dann noch hier drauf parken. Ist natürlich auch schon so klein und filigrane. Zack. Aber mal testen, Tasse. Jo, ne? Passt prima eine Tasse drauf, oder ich könnte auch prima meinen Multitopf draufstellen, wenn das mal alles ineinander verhakt und verzahnt ist. Dann hält es richtig gut. Hey Maria, mit dem Schlageiser habe ich es geschafft, das Chargloss anzuzünden. Aber das brennende, die brennende Baumwolle wollt deine Wattepads nicht. Das war Cindy oder aus Pest oder was? Brenne ja gar nicht. Auf die Waage stellen. Das Ding wiegt ja echt nichts. Kann schon verschiedene Stelle Höhe vorstellbar, drei Stück. Oder machst du halt in die Mitte. Und eigentlich gehört noch ein Ascheblech dazu. Dass die Asche nicht unten durchfällt. Das fehlt jetzt hier. Aber das macht nichts. Weil ich denke, ich werde es wahrscheinlich eher für den Drangia verwenden. Und dann da oben das Topfkreuz raus. Drangia da unter rein und dann kann man wunderbar auch auf dem Multitopf kochen, ne? Aber ich brauche ich dann nur die Drangia und die vier Teile und die wiegen ja wahnsinnig, ne? Die wiegen ja so gut wie nichts. Auseinanderbauen, nehmen wir ein bisschen schon wieder der Bude raus. Ja? Wenn der Boden drin ist, ist das alles schön unter Spannung. Muss bloß höllisch aufpassen bei diesem dünnen Blech. Ne? Das könnte scharfkantig sein bei 0,3 mm. Ne? Sobald der Boden draußen ist, ist eigentlich die Spannung von den Wänden weg und dann fallen die regelrecht auseinander. Drei Blättchen aufeinander. Boden. Gut, da fehlt's Blech unten. Aber für einen Drangia brauchst du es eh nicht. Wenige Millimeter dünn, paar Gramm leicht. Ne? Kann man hier nochmal dazu packen. Wenn man unterwegs ist, kann man dann sogar hier auf dem zwei Herdplatte-System auf dem einen gleich die Nudeln kochen, auf dem anderen gleich der Kaffee dazu. Super. Oh, vielleicht könnte ich den da hier noch mit reinpacken. Hä? Ein Mini-Küchenfeuer-Set. Passt da irgendwo durch. Hm. Oh, muss er nicht mit Gewalt rein, dass er eine Naht reißt. Nehmen wir den lieber irgendwo ein. Hä? Steckt er nur noch dahinter runter zu der anderen Teile. Nimmt ja nicht viel Platz weg von der Breite. Oder da drüber. Naja, diese Maxpedition Pocket Organizer. In die passt echt gut was rein. Ne? Hier ist sogar gleich das Kärtle dabei. Also Leute, ich genieße jetzt noch kurz meinen Kaffee.
Und dann muss ich auch schon wieder los. Also, danke fürs Reinzeppen und mit mir die Mittagspause zu verbringen. Boah Gott, 20 Minuten, boah, viel zu langes Video. Also, ciao, bis zum nächsten Mal.